Herzlich willkommen zum heutigen Inner Circle Update, 1. September. Das heutige Update werde ich, wenn es generell ums große Krypto-Update geht, also wo steht der Markt, wohin könnte die Reise gehen, vielleicht kurze Reflexion, August, Juli, die letzten paar Monate, kurzer Ausblick nach vorne, das werde ich alles auf YouTube stellen. Ich glaube, das ist einfach auch eine schöne Abrundung vom August und auch ein schöner Start. Wenn es dann in dem größeren Teil ein bisschen um mein Portfolio geht, um die Altcoin-Trading-Ideen, die wir zurzeit am Laufen haben, wenn es um Basis-Positionen geht, welche schließe ich, welche öffne ich, das lasse ich hier drinnen. Und gleich so viel vorweg, falls du das auf YouTube anschaust und dich über das Ganze beschwerst, genau deshalb mache ich es, weil ich überhaupt keinen Bock habe, mich zu rechtfertigen, auf YouTube. Warum kaufe ich den Coin? Warum kaufe ich den Coin? Warum? Das ist doch ein Shitcoin. Und warum gehe ich jetzt aus dem Coin raus? Ich habe da null Interesse. Und aus dem Grund halte ich das lieber in einem kleinen Rahmen. Und das ist mir auch erlaubt. Wenn du kein Interesse an meinen Gedanken zum generellen Kryptogeschehen hast, schau das Video gar nicht, dann brauchst du das ja auch nicht schauen. Und genau, mit dem würde ich sagen, starten wir direkt rein. Also, ganz, ja, wenn wir jetzt ein bisschen über die letzten 3, 4 Monate zurückschauen, eigentlich hier wenig überraschend. Es ist ziemlich genauso eingetreten, wie wir uns das, ja, eigentlich irgendwie Ende März vorgestellt haben. Ehrlicherweise, ich glaube, es hat niemand, für mich zumindest, niemand gesehen, dass wir jetzt irgendwie im gesamten Markt um 50% runtergehen. Ich glaube, der Rücksetzer, der war schon zu erwarten, war ja auch, dass wir sehr vorsichtig dann in die Position hineingegangen sind, ein bisschen vom Tisch genommen haben, eher aus den volatileren und sehr pumpy Coins raus sind und da zumindest dann ja nicht so viel Rückfall gehabt haben und hier zumindest den Run rauf. Und es ist dann auch genauso passiert, dass wir im August die Rückkehr des bullischen Sentiments gehabt haben. Und das sieht man eigentlich so an ziemlich allen Parametern. Du siehst es, dass die Funding Rates langsam wieder steigen. Du siehst, dass die Fundamentals besser werden. Und ja, das ist eigentlich über diese ganzen 3 Monate war das auch ein bisschen zum, ja, schon recht gut vorherzusehen. Also, ja, und jetzt natürlich so ein bisschen die Frage: Der August eigentlich sehr wie erwartet. Es war auch sehr wie zu erwarten, dass wir die 50.000 sehr schwer tun werden. Schauen wir uns heute auch noch mal ein bisschen die Daten an. Weniger jetzt um die Chart-Analyse, sondern sehr mehr Blockchain-Analyse. Also die 50, ja, es war auch sehr zu erwarten, dass wir die 31, in dem Fall waren es, ich glaube, auf dem Punkt genau, zum 29 irgendwas, aber die 31 eher nicht durchbrechen werden, ist dann auch nicht wirklich passiert. Und am Ende bis jetzt ist natürlich, sagen wir mal so, das Jahr sehr geordnet abgelaufen. Ja, spannend werden jetzt ein bisschen so die nächsten 6 Monate und ich könnte mir schon auch vorstellen, dass hier jetzt der September einen ja, ziemlichen Impact in das Ganze haben wird. Ein wichtiger Punkt, ich habe das auch öfter schon bei uns auf Discord ein bisschen angesprochen. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen von der Gesamtstimmung ab, wie hier der gesamte September so ein bisschen von der Gesamtstimmung sein wird. Wir haben jetzt zumindest 2 grüne Monate wieder im Petto, Juli, August, das ist mal nicht ganz so schlecht. Aber ansonsten, ja, das zweite Quartal hier war ziemlich desaströs, obwohl ich glaube, viele draußen erwartet haben, das zweite Quartal, das eigentlich historisch immer ein sehr starkes Quartal ist, dass das jetzt irgendwie aufräumen könnte. Hat es aber dann nicht. Es hat aufgeräumt, aber es hat sehr bearish aufgeräumt. Und ja, das dritte Quartal ist eigentlich sehr wieder wie in der Erwartung und dann natürlich so ein bisschen die Vorbereitung. Wie geht es in das vierte Quartal hinein? Das vierte Quartal, historisch gesehen, eigentlich immer das stärkste Quartal unter allen Quartalen. Und ich habe dir wahrscheinlich auch schon öfter erwähnt, wie wichtig es ist, ein bisschen antizyklisch zu handeln. Gerade bei Investments, die sehr emotional sind. Und ich glaube, ich will mal so sagen, jedes nicht produktive Investment, also jeder nicht produktive Vermögenswert, und produktiv bedeutet, dass das Investment irgendwas produziert, ist meistens emotionaler und hat sehr viel sektenhafte Bildung in den Investments. Das siehst du traditionell bei Gold und bei Edelmetallen und natürlich bei ganz, ganz, ganz vielen Rohstoffen und das siehst du natürlich im Kryptobereich. Und
da ist es oft gut, dass du eher, wenn dieser maximale Pessimismus ist, dass du dann eher kaufst, wenn du merkst, dass so ein maximaler Optimismus ist, dass du dann eher verkaufst. Da kommt auch eine Frage dann später, wenn es um meine Altcoin-Positionen geht, warum genau die Coins und warum da die Einstiege und Ausstiege. Da werde ich nochmal auf diesen Fakt ein bisschen zurückgehen oder zurückkommen. Ja, und ich habe, glaube ich, auch schon öfter, auch auf YouTube öffentlich erwähnt, dass ich, keiner kann in die Zukunft schauen, ich auch nicht. Und auch wenn ich werde so oft von euch gefragt, woher weiß ich das, woher wusste ich, dass der August wieder bullisch wird? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Das ist alles nur Wahrscheinlichkeiten. Und natürlich hätte jetzt der August auch wieder rot werden können. Und deswegen, ich kann dir auch nicht 100% sagen, wie die Zukunft wird. Aber ich tausche mich so gut es geht mit Leuten aus. Ich versuche mit großen Investoren, mit Fundmanagern, mit Leuten, die wirklich unglaublich viel Kapital im Kryptobereich haben, mich einfach auszutauschen und dann versuchen, so ein bisschen zu sehen, wie sehen die das Ganze. Dann natürlich versuche ich auch immer ein bisschen die Community abzuschätzen, dass ich merke, so okay, gerade die sonst immer, also die, keine Ahnung, die eigentlich, weiß ich nicht was, Bitcoin, sonst immer super skeptisch sehen, jetzt plötzlich gehen die alle in Bitcoin rein, jetzt die ganzen Leute, die in Bitcoin drin sind, jetzt gehen sie alle aus Bitcoin raus. Also was sind immer so die Fluktuationen, was sagen meine Kontakte, die Bitcoin hassen, wann sind die bullish plötzlich auf Krypto? Und das versuche ich halt immer so ein bisschen einzulassen. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen ein Punkt ist mit den Fundamentaldaten. Und ich könnte mir halt einfach auch vorstellen, dass ja, diese Geschichte hier vom September, der schon einer zu den negativeren Monaten eigentlich normalerweise gehört, dass wir vielleicht hier eher eine rote Monatscandle sehen. Ich könnte mir das vorstellen. Und ich würde es auch gar nicht so schlecht finden. Ich sage dir jetzt gleich eines, das ich unglaublich gefährlich finden würde, wäre, wenn wir jetzt irgendwie im September an das All-Time-High raufkommen und dann die Monatscandle in Rot schließt. Das wäre wirklich Katastrophe, meiner Ansicht nach. Also, dass wir hier raufgehen und danach alles wieder runter. Das Schönste wäre sogar eher jetzt ein bisschen runter. Ein bisschen Angst machen den Leuten. Medien, die bearish rüberschwingen. Es könnten schon so ein paar Sachen jetzt nochmal kommen. Also, ich werde dir gleich noch ein paar Sachen zeigen, die vielleicht so ein bisschen Angst machen und die vielleicht auch den traditionellen Medien ein bisschen Stoff geben, ein bisschen Angst, um Krypto zu machen. Das wäre ehrlicherweise gar nicht so schlecht. Und dann würden vielleicht die Preise auch nochmal ein bisschen runtergehen. Wie gesagt, ich könnte mir also, wenn wir jetzt irgendwie auf die 40.000 nochmal runtergehen, wäre jetzt sicher nicht irgendwie ein, also ganz ehrlich, das wäre jetzt nicht irgendwie, was mir jetzt irgendwie die, keine Ahnung, Haare raufen bringt. Ja, und natürlich, ich glaube auch rauf, aber da werden wir schon sehen. Also wir schauen uns ein bisschen die Daten an. Ich sehe es immer noch sehr schwierig derzeit, dass wir irgendwie über die 50.000 drüber gehen. Es braucht irgendwie einen Katalysator und den sehe ich im September noch nicht. Heißt jetzt natürlich nicht, dass dass es nicht so sein kann. Ich würde mich jetzt nicht irgendwie trauen zu wetten, dass jetzt irgendwie die Preise runtergehen oder dass die Preise raufgehen, sondern es sind einfach Überlegungen und netto bin ich bullish. Also, aber das ist jetzt nicht irgendwie auf die nächste Woche oder auf das nächste Monat, sondern es sind auf die nächsten Jahre. Und ich glaube, dass das auch immer ein bisschen wichtig ist. Es gab dann natürlich immer wieder ein paar Blockchain-Daten, die aber falsch präsentiert wurden. Als allererstes so dieses Transfervolumen und Galaxy Digital hat hier ja, ziemlich falsch eigentlich die Daten zur Verfügung gestellt, beziehungsweise es stimmt nicht ganz. Es wurde hier plötzlich von einem neuen All-Time-High gesprochen, was hier jetzt irgendwie transferiert worden ist und dann ist man draufgekommen, dass es nicht, es war schon natürlich ein bisschen Transfervolumen, aber das ist nicht adjusted für die ganzen Exchange-Transfers. Und sobald man die rausnimmt, merkt man, dass wir eigentlich ganz normal irgendwie jetzt zurzeit rumpendeln. Und der Grund, warum das auch einfach ein bisschen wichtig ist, ist, weil wir zurzeit, wenn es um das ganze Volumen eigentlich so ein bisschen geht, dass wir definitiv nicht dort sind, wo irgendwie der Peak-Hype ist. Und das ist auch wichtig. Das ist deshalb wichtig, denn wenn du jetzt irgendwie da sitzt und sagst, wir sind raus, also jetzt kommt irgendwie, also wir haben jetzt die Wiederholung von 2013. Wir haben jetzt den Run. Ich hoffe es, also ich bin der Letzte, der das jetzt irgendwie nicht hofft. Es würde auf meinen Net Worth einen schönen Impact haben. Meine Investments sind natürlich darauf ausgerichtet, dass Krypto nach oben geht. Meiner Firma wird es gut tun. Also das ist natürlich unweigerlich zu sagen. Aber man muss ja auch immer realistisch sein. Und ich versuche immer realistisch an das Ganze ranzugehen. Ich würde jetzt auf keinen Fall, und ich meine, du weißt, wie meine Meinung zurzeit irgendwie in die hochriskanten Altcoins hineinzugehen zurzeit ist. Und das spiegelt hier auch ein bisschen vielleicht diese Meinung, oder? Und das ist, glaube ich, hier nicht ganz so unwichtig. Auch wenn wir die Anzahl der Transaktionen uns ein bisschen anschauen,
Also wir sind hier schon ziemlich unten. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir natürlich nicht raufgehen können, was Blockchain-Aktivität zurzeit angeht, aber es ist hier definitiv eher ein bisschen eine Abwartehaltung. Und das ist sicher immer wichtig. Ein Punkt, den ich mir schon auch ein bisschen anschauen würde, und der resultiert natürlich ein bisschen aus dem Ganzen raus, ist natürlich, und das ist ein interessanter Faktor, ist dieser Prozentsatz, den Miner normalerweise an Transaktionsgebühren von den eigentlichen Transaktionsgebühren machen und nicht von dem Block Reward. Und der ist zurzeit extrem weit unten. Einerseits kann man sagen, das ist super, weil dadurch sind die Transaktionen für die Leute so günstig. Auf der anderen Seite, naja, das letzte Mal, wo wir so einen ziemlichen Hype hier hatten und dann ging es komplett praktisch hier runter auf dieses Niveau, war 2018. Also, das sind also ein bisschen Dinge, die vielleicht ein bisschen mehr hochkommen werden, wenn das die Leute ein bisschen in den größeren Medien, wenn das vielleicht andere YouTuber, wenn die das ein bisschen aufschnappen. Und das dauert meistens ein bisschen, dann kriegen die das und dann schnappen die es vielleicht auch auf. Und je nachdem, was jetzt irgendwie der Preis macht, könnte natürlich sein, dass das vielleicht ein bisschen im September auch so ein bisschen die Story wird. Ich habe keine Ahnung, aber könnte natürlich sein. Und dann könnte es auch natürlich ein bisschen sein, dass die Leute ein bisschen Angst bekommen. Gerade die, und das ist jetzt wahrscheinlich auch einfach ein Punkt, wenn du so ein bisschen durchgehst und überlegst, was ist so der durchschnittliche Hodler-Time-Horizon von den Hodlern. Und sind wir ganz ehrlich, die meisten Leute im Kryptobereich können vielleicht 3, 4 Monate ein Investment irgendwie hodeln und danach geben die alle Milch. Und ja, der Großteil der Leute, das ist auch über Blockchain-Analyse super einfach zum Sehen, sind Ende April, Anfang Mai irgendwie eingestiegen. Also so in diesem Monat oder in diesem 4 Wochen-Spektrum. Das heißt, jetzt ist natürlich Hopium da. Klar, wir sind innerhalb von diesen 3 Monaten, deswegen war ja auch mal dieser brutale Pessimismus im Juli. Und gerade zum richtigen Zeitpunkt diese Preise drauf. Jetzt ist natürlich Hopium da. Und schauen wir uns auch in den Analysen an. Wir sind jetzt hier an dem Punkt, wo bald viele, viele Leute in vielen, vielen Coins an ein Break-Even kommen. Wenn jetzt natürlich hier der Preis wieder anfängt abzuschmieren, dann könnte es schon relativ schnell sein, dass halt hier dann doch einige Leute hergehen und Panik schieben und vielleicht dann doch das Handtuch schmeißen. Und man sieht es wiederum recht schön, wenn man hier auf diese Rücksätze ein bisschen achtet. Und sagt, okay, wie lange und wie weit haben denn die normalen Rücksätze so ein bisschen gedauert? Und dann merkst du hier zum Beispiel, das sind so die Halving-Zyklen hier, also das sind das erste und das zweite Halving. Also die waren ja schon natürlich auf der absolut längeren Seite hier. Also wir reden hier von 3 Jahren fast. Und jetzt aber ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist halt hier dieser 2013er Rücksetzer. Und der Grund, warum das relevant ist, also wir können jetzt, und das sind wir jetzt, oder? Also das heißt, wir sind jetzt knapp über 3 Monate, fast 4 Monate schon, und wir haben knapp 50% Rücksätze gehabt. Das heißt, wir können auf keinen Fall von einem normalen Rücksetzer derzeit irgendwie noch sprechen. Die normalen Rücksätze haben normalerweise immer so um die 30 Tage gedauert oder ein bisschen kürzer. Es waren ganz, ganz, ganz wenige, die länger gedauert haben oder vielleicht nicht so weit runtergegangen sind. Also jetzt einfach so ein bisschen die Frage, sehen wir eher so die Richtung, dass jetzt halt dieses dritte Halving nicht jetzt halt bis ganz runter geht, sondern dass das jetzt praktisch bis minus 50% geht und jetzt halt einfach hier in dieser Linie nach rüber wandert und halt irgendwie ein paar Jahre noch dauert. Oder sehen wir, dass es jetzt halt langsam wieder umdreht? Und das möchte ich auch ein bisschen anschauen, denn hat natürlich jetzt einiges mit dem September auch ein bisschen zu tun. Also, wenn man hier so ein bisschen die Durchschnitte über die letzten Halvings zieht, ich glaube, seit wann? 2 Jahren, ich weiß nicht, immer schon gesagt, dass ich ja sehr skeptisch bin, dass irgendwie dieser nächste Zyklus stärker ist als die alten Zyklen. Ganz im Gegenteil, wenn du meine Hochrechnungen kennst, meine Preisberechnungen, meine Wertberechnungen, dann weißt du, dass ich eher glaube, dass die Hochrechnungen schwächer sind als die alten Zyklen. Und es macht auch, glaube ich, auf alles so ein bisschen Sinn. Also, das wäre so ein bisschen der Trend. Also, wenn man das alles so ein bisschen zusammenschmeißt und jetzt lass hier mal 2013 rausnehmen. Sehr interessant, oder? Also 2013, der Rücksetzer hier, ziemlich synchron, wenn wir ehrlich sind. Hier auch, und ich glaube, ich habe genau diese Grafik ja schon mal gezeigt hier, ziemlich synchron dann, im August ging es dann wieder schön rauf. Dann waren so ein bisschen die Korrektur hier auch, Korrektur nochmal, und dann so der wirkliche Run dann rauf, war dann erst wirklich Jahresende. Und wie gesagt, würde mich nicht jetzt total überraschen, dass wir so ein ähnliches Szenario sehen.
Eine ganz wichtige Sache, die ich dir einfach immer mitgeben möchte, ist, und ich predige das ja immer wieder und immer wieder, wenn der ganze Markt sich etwas erwartet, ist es unmöglich, dass das eintrifft. Das ist total kontraintuitiv, ich verstehe das. Aber das ist, weil ja alles schon eingepreist ist. Du kannst nur dann irgendwie tatsächlich einen Gewinn machen, wenn du eine Wette eingehst, wo du eher die Ausnahme bist. Ansonsten wirst du nicht wirklich Renditen machen. Und das ist ja auch immer das Konzept, warum Krypto langfristig ein spannendes Investment ist, weil die Price Discovery noch nicht da ist, weil der Großteil der Leute halt es noch nicht versteht. Und wenn natürlich viele Leute im Kryptobereich genau dasselbe glauben, und das war im April so, alle haben mir geglaubt, so geht's weiter, und dann ist genau das Gegenteil passiert, musst du natürlich dieses Jahr auch ein bisschen drauf aufpassen. Also zurzeit irgendwie glaube ich, wenn ich die Leute ein bisschen befrage, dass die meisten Leute irgendwie von einem super bullischen September irgendwie zurzeit ausgehen. Und dann halt irgendwie davon ausgehen, dass so dieses, dass so der volle Cycle halt irgendwie passiert. Kann schon sein, dass das jetzt immer schneller irgendwie passiert, dass die Leute sagen, ey, das passiert doch alles dieses Jahr. Muss natürlich auch aufpassen, dann wird relativ schnell wieder das Szenario kommen, wie schaut das 2013 aus, versuchen das ein bisschen zu überlagern. Und da kann es leicht sein, dass oft ein bisschen schneller passiert. Also da muss man einfach im Puls der Zeit bleiben, das kann ich dir aus jetzt noch unmöglich für die nächsten 6 Monate sagen. Da musst du dann schauen, machen wir dann regelmäßig die Updates, dass wir hergehen und sagen, okay, wie schaut es jetzt aus? Und da ist einfach wichtig, dass man sich das natürlich dann auch einfach ein bisschen, ja, tagesaktuell überlegt, wenn man hierher geht. Und wie gesagt, ich habe, glaube ich, auch schon öfter erwähnt, dass es, ja, je nachdem, wo wir hingehen in dem Zyklus jetzt oder in diesem Hype-Cycle, dass ich mehr oder weniger von meinen Positionen rausnehme, eventuell in komplett andere Anlageklassen gehe, die ich vielleicht zurzeit als weniger volatil sehe, und vielleicht in Altcoins gehe, die ich vielleicht auch wo ich vielleicht das Risiko-Nutzen-Verhältnis spannender sehe. Nicht, weil ich glaube, dass die zum Beispiel weniger Risiko haben als Coins, in denen ich jetzt drinnen bin. Wahrscheinlich nicht. Es gibt, also gerade Bitcoin hat meiner Ansicht nach auch in einem Jahr wahrscheinlich noch das geringste Risiko. Aber irgendwann muss man halt Risiko-Nutzen-Verhältnis vergleichen. Und das würde ich dann hier auch einfach ein bisschen danach anpassen. Muss man sich ein bisschen anschauen. Wie gesagt, die Brücke, wie man auf Englisch sagt, let's cross that bridge when we get there. Also die Brücke, über die gehen wir drüber, wenn wir vor der Brücke stehen. Und zurzeit, ja, kann man mal schön philosophieren, aber wir sind noch ein bisschen weit weg davon. Wenn wir uns so die Blockchain-Analysen ein bisschen anschauen, der Boden hier zurzeit zwischen 45.000 und 46.000, sieht man auch in der Chart-Analyse. So, jetzt nach oben hin. Die 50 werden relativ schwer zurzeit auch wirklich zum Knacken sein. Da braucht schon Schub, und dann geht es natürlich auch ein bisschen weiter. Und der Grund, warum es danach auch noch ein bisschen weitergeht, ist, der Großteil dieser ganzen UTXOs, und das ist jetzt Realized Prices, das ist tatsächlich, wo man hochrechnet, dass ja, Bitcoins gekauft wurden, dann ja, sieht man, dass einfach nochmal ein richtiger Schub hier ungefähr bei 54.000 anfängt. Und das ist natürlich immer einerseits, wenn der Preis drüber ist, ist das ein schöner Support. Wenn der Preis drunter ist, ist es immer ein Widerstand, weil halt da oft dann viele Leute sagen, oh, endlich, jetzt bin ich wieder Break-Even. Und also ich würde aus dem Grund einfach das immer noch ein bisschen fraglich sehen, ob wir wirklich jetzt auf ein neues All-Time-High September gehen. Schauen wir mal, ich würde mich freuen. Wie gesagt, für mich wäre wahrscheinlich also die große Angst wäre, rauf zu All-Time-High, das All-Time-High nie erreichen, vielleicht sogar gar nicht über die 59 drüber und danach eine rote Candle. Das wäre wahrscheinlich suboptimaler, als sich viele Leute oft ein bisschen vorstellen. Aber lass uns den Teufel nicht an die Wand malen, sondern einfach nur mal zur Zeit ein bisschen hier stehen lassen und dann vielleicht einfach mal ein bisschen weiterschauen, wie könnte es die Reise weitergehen. Was könnte denn jetzt irgendwie im September so ein negativer Auslöser sein? Und natürlich, es gibt ganz, 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 ganz viele Szenarien, oder? Also, wie oft haben wir über die Sachen schon geredet, oder? Also von den ganzen Black Swans, die nehmen wir jetzt einfach mal weg. Also, das sind die ganzen Sachen, die passieren können, die vielleicht unwahrscheinlich sind, die niemand wirklich also irgendwie vor sich hat, aber die natürlich passieren können. Aber was sind so realistische Dinge? Und keine Ahnung, also eines der spannendsten Dinge, das jetzt irgendwie gerade hochgepoppt ist, ist, dass irgendwie Tether verweigert, Dokumente freizugeben. CoinDesk hier zum Beispiel hat eine Injunction dafür bekommen, dass ja, diese Dokumente nicht an CoinDesk gegeben werden. Und das, also einerseits verstehe ich das. Ich verstehe, dass eine Firma nicht einfach will, dass alle ihre Financials freigegeben werden. Aber das ist natürlich schon auch ein bisschen fragwürdig, weil natürlich extrem viel Probleme rund um Tether da sind. Und da ist natürlich schon auch ein bisschen das, was Kurioses. Und jetzt könnte natürlich sein, dass hier einfach wieder FUD hochkommt. Ich glaube zurzeit, auch mit der derzeitigen Intention, die Tether hat,
glaube jetzt nicht unbedingt, dass hier tatsächlich was Substanzielles passieren kann. Aber es geht hier eher um Meinungen und ein sehr emotionales Investment ist halt auch durch Meinung getrieben. Und das könnte zum Beispiel so sein. Ich habe keine Ahnung, oder? Also kann natürlich auch irgendwas hochpoppen, das wir jetzt nie wirklich besprochen haben. Egal ob Covid, egal ob irgendwelche Regulationssachen, Steuersachen und so weiter. Aber das könnte jetzt einfach was sein. Und nochmal, das ist ja auch nicht etwas, was jetzt substanziell ist, aber es kann jetzt sein, dass einfach den September ein bisschen den Druck hineinbringt. Also einfach nur mal so als Idee. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Einfach so ein paar Gedanken, die bei mir zurzeit rumschwirren. Man muss aber ganz klar sagen, und wie oft haben wir das jetzt hier auch schon besprochen, dass gerade so mit Anfang August, Ende Juli sich so die Fundamentalsachen sehr geändert haben. Dass es nicht jetzt wirklich eine Überraschung ist, dass hier der Preis jetzt irgendwie angestiegen ist. Jetzt langsam merkt man auch, dass es weniger also wenn man zum Beispiel die Fundamentalsachen hier ein bisschen anschaut, also das war jetzt natürlich ein ganz klares Signal hier, wo dann auch zum Beispiel Bitcoin wieder runtergedroppt ist, dass hier die Stablecoins natürlich jetzt immer stärker angestiegen sind auf den Exchanges, also den Exchange-Daten. Und natürlich, umso mehr Stablecoins auf den Exchanges sind, umso weniger Bitcoins auf den Exchanges ist, umso mehr Buying-Power ist drauf, umso weniger Sell-Power ist drauf. Und dadurch könnte natürlich langfristig ein positiver Preistrend entstehen. Das haben wir jetzt schon öfter besprochen. Wir haben auch besprochen, dass El Salvador jetzt ihr ganzes Bitcoin-Legalization-Thema reinstartet. Hier wurde auch die 150 Millionen Dollar für den Fund approved. Für mich muss ich auch ganz klar sagen, ich glaube, das wird ein Non-Event sein. Ist zwar super schön. Für mich ist das genau das Gleiche, als wie damals MicroStrategy seine ersten Bitcoins gekauft hat. Komplett irrelevant. Der erste Kauf. Spannend war halt danach die Reaktionen darauf. Und es hat ja natürlich deutlich länger gedauert. Es hat bei MicroStrategy Monate gedauert. So, jetzt reden wir hier von Staaten, wir reden von großen Sachen. Hier wird es meiner Ansicht nach, keine Ahnung, wahrscheinlich Jahre dauern. Man darf auch eins nicht vergessen. El Salvador ist ja nicht das erste Land, das Bitcoin irgendwie als Legal Tender approved. Das hat Japan schon vor Jahren gemacht. Nur dort haben die das natürlich nie so nach vorne gepusht, wie das jetzt hier El Salvador macht. Und von dem her ist das natürlich schon langfristig was Interessantes. Für mich Non-Event. Schauen wir mal. Ich freue mich, wenn ich falsch liege und es ist ein positiver Event. Aber für mich ist das ein Non-Event. Ich würde jetzt hier nicht irgendwie darauf wetten, dass deshalb irgendwie der Preis sich irgendwie positiv oder auch negativ irgendwie verändert. Aber eine Sache, die sich zurzeit ein bisschen, ja, schon geändert hat, das sind die Put versus Call Optionen. Und die sind auf einem ziemlichen Tief. Und wir reden hier wirklich von einem Tief, wie wir sie praktisch Ende letzten Jahres gehabt haben. Und das ist prinzipiell ein sehr gutes Signal. Das bedeutet, dass die Leute, ganz kurz zur Erinnerung, Call bedeutet, die Leute sind bullish, wetten, dass etwas raufgeht. Put ist, man ist bearish, man wettet, dass etwas runtergeht. Und wenn diese Ratio natürlich extrem weit unten ist, dann bedeutet es, es sind einfach wenig Put-Optionen im Vergleich zu den Call-Optionen. Und das ändert sich jetzt langsam. Also da haben wir jetzt schon diese Ratio ging immer weiter runter. Aber jetzt kam dann gerade Ende Juli, Anfang August dieser Drop. Und hier haben wir, was dieses ganze Open Interest Put versus Call angeht, eine ziemlich niedrige Ratio. Also das könnte natürlich schon auch solide etwas aufladen. Also einfach das mal so ein bisschen verglichen, wäre das jetzt natürlich schon, also der generelle Ausblick für mich mit Jahresende bullish, der langfristige Ausblick bullish. Einfach jetzt mal den September ein bisschen abwarten, könnte ein spannender Monat sein. Wenn wir irgendwie in ein neues All-Time-High hinein jetzt reingehen, im September, wieder warten, nochmal, das ist für mich nicht wahrscheinlich, aber sollte es passieren, muss das mit Pfeffer passieren. Da muss das wirklich, wirklich mit Pfeffer sein. Unglaublich gefährlich wäre jetzt, wie gesagt, fast zum All-Time-High und danach wieder runter. Dann casht irgendwie jeder aus und dann hast du irgendwie dieses ganze neue Kapital drin und dann sind irgendwie alle draußen. Also das ist einfach so ein, ja, super, super gefährlich. Das würde ich mir sehr gut in dem Ganzen ein bisschen überlegen. Wie gesagt, ich sage das ja auch immer öfter, dass ich glaube, dass viele große Institutionen, dass immer größere Investoren eher weniger langsam in Bitcoin investieren und viel mehr in andere Coins, sich andere Sachen auch immer wieder anschauen. Da muss man aber auch immer wieder korrigieren, wenn das irgendwie falsch repräsentiert wurde. Und da waren genau diese Daten, wurden hier zum Beispiel dargestellt und dann, also das wurde von Bloomberg in dem Fall, ich glaube von CoinShares wurde das übernommen, aber ich habe das hier auf Bloomberg auch gesehen. Und da wurden diese Daten geteilt und da hieß halt, okay, das sind jetzt institutionelle Investoren und institutionelle Investoren investieren nicht mehr in
Bitcoin, sondern die haben über das ganze letzte Monat, haben praktisch alle anderen Coins institutionell dazu gewonnen, Bitcoin hat verloren. Und das siehst du jetzt und denkst du so, boah, krass, okay, ehrlich, also die müssen ja alle total bearish sein auf Bitcoin. Wenn alle großen Investoren hier irgendwie auf alle Sachen jetzt wetten, außer auf Bitcoin, Alter, warum investiere ich überhaupt noch in Bitcoin? Und da muss man sich natürlich schon ein bisschen die darunterliegenden Daten anschauen. Und oft teilt sich das dann ein bisschen auf. Und dann merkst du das Folgende. Es ist eigentlich, und das ist jetzt wirklich also der Großteil hier ist wirklich auf Bitcoin bezogen, dann merkst du, dass eigentlich nur ein einziges hier unglaublich Minus war. Und das ist CoinShares. Und der Faktor hier reißt natürlich diese Zahl extrem ins Minus. Wenn du also dann wirklich hergehst und sagst du, angenommen, du würdest den rausnehmen, dann ist eigentlich alles mit einem positiven Flow, auch in Bitcoin hinein. Aber es gab halt einen, der komplett in die Gegenrichtung ging, warum auch immer, kann es sein, dass einfach hier jemand verkauft hat, und der bringt halt genau diesen Flow dann ins Negative. Also das einfach nur mal hier zur Korrektur. Am Ende muss man hier auch immer das korrekt kommunizieren. Ich wollte das hier jetzt einfach auch nochmal sehr, sehr schön irgendwie darlegen. Einfach nur mal die Power, die Bitcoin generell hat. Und ich sehe auch Bitcoin immer noch heute als Repräsentation des ganzen Ökosystems. Wenn du das dann auch einfach mal vergleichst hier, Bitcoin, gegenüber allen anderen großen Segmenten, oder? Und du weißt es, ich investiere, glaube ich, in fast absolut jedes Segment hier hinein. Ich bin unglaublich diversifiziert. Ich investiere, glaube ich, also es gibt fast kein Segment, in das ich, glaube ich, nicht investiere. Sogar Private Equity, also Venture Capital. Also ich glaube, es gibt, also wie gesagt, ich habe es eh schon öfter erwähnt, Collectibles ist überhaupt nicht meine Stärke. Und da ist Bitcoin unglaublich stark. Also aufs Jahr hochgerechnet, die letzten 10 Jahre 200%. Jetzt kann man natürlich sagen, wie fair ist es, dass man jetzt 2011 nimmt? Sollte man nicht irgendwie vielleicht ein bisschen späteres Jahr nehmen, dass man sozusagen diese ersten drei krassen Jahre hier rausnimmt, wo halt über 1000% in einem Jahr waren. Aber selbst wenn man jetzt hergeht und sagt, lass uns mit einem absoluten Negativjahr hier starten. Lass uns selbst mit dem Jahr starten. Das kannst du hochrechnen. Selbst dann verlierst du, ich glaube, hast du immer noch über 100% annualized jedes Jahr. Und das, obwohl du hier gleich mit einem negativen Jahr startest. Und trotzdem, dann hätte Bitcoin immer noch alles outperformed. Mein Punkt, und ich glaube, das habe ich auch immer schon öfter gepredigt, viele dieser Renditen werden natürlich einfach durch die Größe des Ökosystems mittlerweile sich einfach ein bisschen anpassen. Ich glaube, dass sich diese Rendite einfach massiv nach unten bewegen wird und dann irgendwann wird einfach vom Risiko-Nutzen-Verhältnis andere Investments interessanter sein. Aber das vielleicht auch einfach immer noch ein bisschen im Überblick. Auch vielleicht eine sehr schöne Übersicht, falls du irgendwie in einem dieser Sektoren noch gar nicht drinnen bist, würde ich mir überlegen, warum nicht. Vielleicht bist du ja so ein Finanzexperte, der tatsächlich weiß, dass einer dieser Sektoren absolut wertlos ist. Dann würde ich nie wirklich nicht investieren. Ansonsten glaube ich, ist ein bisschen Diversifikation immer recht gut. Ein letzter Punkt, bevor ich wirklich in die ganzen Portfolios reingehe und dann cutte ich das Ganze, was YouTube angeht. Immer noch eine der spannendsten Herangehensweise, um in, und das ist eigentlich gilt auf alles, aber hier in Bitcoin zum Beispiel hinein zu investieren, sehr schöne Grafik, wenn du zum Beispiel regelmäßig jedes Monat, in dem Fall am Montag, in Bitcoin investiert hättest, so ein schönes Dollar-Cost-Averaging, hättest du 2017 für ungefähr $5,000 Bitcoin gekauft, für 8.000 irgendwas 2018, 9.000, knapp 10.000, 14.000 letztes Jahr und dieses Jahr derzeit für ungefähr 42.000. Und wenn du es natürlich alles im Durchschnitt siehst, und da siehst du jedes Mal die Grafiken, du wärst natürlich massivst mit dem Ganzen im Plus, hättest eine unglaublich schöne Rendite. Hier wärst du ungefähr mal 10 im Plus aus dem Ganzen. Also wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, du investierst jedes Jahr, keine Ahnung, $1.000 zum Beispiel, oder? Wären das jetzt ungefähr $10.000. Hier wärst du, weiß ich was, bei vielleicht mal 6, also wären das ungefähr $6.000. Hier wäre das ungefähr mal 5, wären das ungefähr $5.000. Hier, keine Ahnung, mal 3, mal 4 und hier plus, minus 0, vielleicht ein bisschen im Plus dieses Jahr. Naja, dann hast du eine unglaublich schöne Rendite eigentlich auf das Ganze bis jetzt gemacht. Und das Ganze ohne viel Headache, ohne viel Downside. Und das ist wahrscheinlich auch immer noch, wenn du jetzt neu bist, oder? Und dich eigentlich nicht dafür interessieren willst und auch diese ganzen Themen, muss ich dem allem up to date bleiben? Wahrscheinlich ist das immer noch der einfachste und
risikoärmste Approach mit einer unglaublich fetten Rendite im Vergleich zur Downside. Also, genau, so viel hier. Genau, also das ist so ein bisschen der Ausblick. Ich hoffe, es gibt dir ein bisschen ein paar Ideen. Ich wechsle jetzt in das ganze Altcoin-Thema, Portfolio-Thema ein bisschen hinein. Und ja, wie gesagt, falls du dich fragst, warum ich das nicht öffentlich mache, schau dir Videos an, wo ich das gemacht habe. Und da ging es dann nur darum, warum nicht den Coin und warum jetzt raus und warum jetzt rein und warum dies und warum das. Und auf das habe ich keine Lust, denn es ist mein eigenes Geld und ich muss nicht meine eigenen Entscheidungen in einem so emotionalen Umfeld, wie das Krypto ist, bei jedem rechtfertigen. Ganz im Gegenteil. Ich teile hier einfach nur meine Meinung. Und wenn du eine andere Meinung hast, ist es ja völlig legitim. Aber ich habe da dann überhaupt keinen Bock auf das. Und aus dem Grund mache ich das nicht.